Leute, was geht da? Peace mit eure Zurück on One und wir sind in Belder. Hell yeah, wow, FPS lags. Oh mein Gott. Hey, ich laufe mit konstanten 30 FPS hier rum. Cool. Wo sind wir, Leute? Tja, es sind nur noch ein paar Tage, bis Ara bei uns ist. Hell yeah, ich habe eine neue Quest hier endlich. So, nehmen wir die noch an. Grüße an den Bruder, ist er wahrscheinlich. Tja, Leute, es ist einiges passiert. Ich habe ein bisschen vorgelevelt und habe diese beiden Sachen hier bekommen. Tja. Ob uns das hilft, keine Ahnung. Ich hatte gerade ein Level-Up und muss deswegen den Channel wechseln. Oh yeah! Ich habe keine Ahnung, für was die hier oben stehen. Fragt mich bitte nicht. Jedenfalls, ich kann eigentlich... Wow, warum habe ich hier Quest? Hä? Äußerst interessant. Ich habe eine Epic Quest bekommen, aber bei wem muss ich mich denn melden? Tja, keine Ahnung. Ach ja, Leute, bevor ich es vergesse und bevor ich es wieder vergesse. Ihr wollt ja gerne in die Gilde joinen, meine koreanische Gilde hier. Was war das hier? Ah, cool, ich hab schon jemanden hier. Wie kann ich ihn denn einwählen? Welche Taste ist jetzt zum Einladen? Ups! Ich erhöhe um 3 Tage nochmal. Also, Zurück 121, YouTube. Ihr findet diese Gilde so? Ich hoffe, ihr joint. Ich freue mich sehr natürlich, wenn ihr joinen würdet. Ghost Family Legend Fairy. Wie gesagt, ihr könnt einfach joinen. Einfach suchen die Gilde. Ich habe es jetzt einfach geschrieben. Zurück 121, YouTube. Als Beschreibung. Ich denke mal, es wird genommen. Ich mache mir da keine Sorgen drum jetzt. Wir gehen mal den Anhang bashen, habe ich gehört. 2 Leute suchen bereits. So, jetzt heißt es nur noch warten und warten. Und ich warte. Und ich warte immer noch. Boah, ganz viele, ey. Oh, cool. Das ist die koreanische Version. Fuck, ich weiß nicht, wie der Ansehen-Button ist. Oh, wow. Sword of Pandora. Nett. Definitiv nett. Und ich werde angeschrieben. Oh yeah, so liebe ich das. Na komm, na komm, na komm. Jetzt mach mal hin hier. Ah, 4 Leute sind schon da. Sehr schön. Was ist das denn? Bunny, ey. Ach du Scheiße. Kann so betreiben. Ach, ich will gerne wissen, was vielleicht die Werke brauchen können. Ausgezeichnet. Und wir haben Infinity Sword, Code Battle Seraph und Code Empress. Oh yeah. Was für ein Name, ey. Einfach nur Striche. Gut, so liebe ich die Namen. Na komm. Komm schon. Lade schneller. Koreaner. Return of the Heroes. So liebe ich das. Boah. Ja, ich laufe mal vor. Es sind viele Events am Laufen, Leute. Also. Es gibt coole Perm-Items, habe ich gesehen. Boah, die Lags sind geil. Jetzt weiß ich, warum ich nicht gerne mit Koreanern spiele, aber ich muss mit Koreanern hier spielen. Aufgrund dessen. Weil ich so wenig Damage hier mache beim Anhauen. Ich habe letztes Mal viel zu lange gebraucht. Ah! Ach, komm schon! Boah, FPS-Lags sind göttlich. Ach, ich liebe diesen Skill. Ach ja, Leute, bald ist erschienen dann auch bei uns in Deutschland, ne? Ihr habt wahrscheinlich vom Flugs das Signatur gesehen, die meisten. Beziehungsweise das Pre-Event habt ihr natürlich auch schon jetzt alle.
Es dauert vielleicht nur noch hier höchstens ein paar Tage, dann ist Ara da. Und natürlich mache ich ein Let's Play von ihr. Schreibt mir in den Kommentaren, was ich Let's Playen sollte, beziehungsweise welche der drei Klassenpfade ich nehmen sollte. Schreibt einfach in die Kommentare 1, 2 oder 3. Die Mehrheit, die wähle ich dann aus. Da die Klassen natürlich noch nicht da sind, kann ich noch nicht sagen, was die Klassen machen. Jedoch, ich bin sehr gespannt. Also ich habe mir den Trailer angeguckt von ihr und ich war begeistert. Ich kann es kaum erwarten, bis sie da ist. Also, boah. Das ist wieder mal so ein Moment, wo du sagst so, yes, neue Charakter. Oh, wie wird das sein? Wow. Wow. Hey, Willard. Oh, Get Over hier hat nicht geklappt. Ganz schön übertrieben, die Koreaner. Leute, mir ist was Schreckliches passiert. Ich habe PvP gespielt und habe gegen einen Blade Master gespielt. Ich bin nie wieder gegen einen Blade Master PvP. Ich habe noch niemals in meinem Leben so übertrieben Blade Master gesehen. Kentai? Kentai? Mach ich fertig. Und auf unsere ist ja ein Asiate, sagt jeder. Ist mir eigentlich egal, was er ist. Aber dieser Koreaner, der hat mich auf mein Noob-Level wieder runtergebracht. Der hat gezeigt einfach so, du Kacknoob, du musst doch viel lernen. In dem Moment dachte ich mir so, scheiße, ich bin schlecht. Ich bin richtig schlecht. Ich habe noch niemals gegen so einen Koreaner. Boah, das war abartig. Jeder sagt, Blade Master ist die schwächste Klasse. Alter, seid ihr bescheuert? Lernt Blade Master richtig spielen. Also ich habe noch niemals einen Blade Master so übertrieben gesehen. Ich denke so, pff, schildlich. Gut, wie immer ganz ruhig, ganz klar. 30 Sekunden, ich war tot. 30 Mama fucking Sekunden. Und der hat noch nicht mal Ring der Wut gebraucht dafür. Also, das war, wo ich sagen wollte, wirklich, wo ich zu mir selbst sagte, willkommen auf dem Next Level, Alter. Du Level 1 wieder, gegen Level 100. Wirklich, also Blade, koreanische Blade Master. Legt euch nicht mit Blade Master an. Der macht so viel Damage? Denkst du, das ist ein Nordlight, der vor dir steht auf einmal? Also, ich war begeistert. Also, das ist ein Grund, warum Blade Master wohl hier sehr begehrt ist in Korea. Also, ich habe noch nie so einen übertriebenen Blade Master gesehen. Noch nie! Und das war schon, wo ich dachte, boah, mein Gott, ich werde sterben. Ich hab mein Konto. Oh Gott, nee, wirklich, also, das war für mich ein Moment so, boah, Alter, übertrieben. Boah, stirb doch. Geht doch, geht doch. Yeah. Also merkt euch, Leute, spielt niemals gegen koreanische Blade Master. Die sind übertrieben. Die sind einfach zu übertrieben. Puh. Falls euch wundert, was das über meinen Kopf ist, das habe ich per Event bekommen hier. Oh, cool. Das ist Perma, aber ich denke mal, das ist so ein Leuchtfeuer aus Japan oder Asiaten oder aus dem asiatischen Bereich, sage ich mal eher so. Was es genau ist, kann ich nicht sagen. Also, es ist Perm, das reicht mir. Und ich habe einen Brutschwanz bekommen. So, Quest abgeben. Quest abgeben. Ah, nice, dann hat die direkt angenommen wieder. Schön. So. Ich frage mich, warum aber die angezogen werden. Ich habe gar keine Quest hier. Oh, doch, hier habe ich. Hier habe ich ja gut, hier habe ich drei, aber. Egal, such mir wieder Random Gruppe. Ja, Leute, es ist ein bisschen langweilig. Ich weiß, sind hier jetzt hier rechts oben? 6 Leute suchen gerade nach einer Gruppe.
Wäre ja geil, wenn man jetzt so 6 noch eine Gruppe machen könnte. Aber das ist halt fraglich. Ja. 46 auch, ne? 45, oh cool. Nice. Wow, wie sieht das Schwung denn aus? Cool. Ja, Leute, ich weiß, also wie gesagt, ein bisschen langweilig jetzt hier dritten Bezirk zu laufen. Aber es muss gemacht werden. Ich stehe vorm Lord Knight. Natürlich halte ich auch wie immer auf ein Update. Also ich versuche zwar nicht jetzt jeden Tag zu was zu machen, aber ich versuche die meiste Zeit etwas zu machen. Oh mein Gott, sind das Lags. Ich frage mich eigentlich, woher die Lags kommen gerade, weil die sind echt vor paar, seit dem Update habe ich die jetzt. Und ich kann mir leider nicht erklären, warum. Weil ich habe eigentlich an meinem PC nichts geändert. Ah, was war das denn? Boah, scheiß Defense. In your face. Hat der... Hat die Eve... Was hat die Eve an? Hilf hier im Märchenland? Oh, Windmühle. Auch sehr genommen, sehr oft genommen von den Koreanern, hier muss man sagen. Na gut, ist auch ein cooler Skill. Ich hab ihn ja auch. Zwar nicht immer mit, aber ich hab ihn auch. Ah. Dum, dum. Boah, der erste Skill. Boah, ja. Oh yeah. Fever. Yeah, Spring Step. Ah, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, die. Nein, die. Na, komm mit. Komm, 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 hier. Was machst du? Oh, ja. Hoch hinaus. Oh yeah. Mein Gott, ich hasse diese Lags. Windmill. Boah. Übertrieben. Der Raven, ey. Ja, es gibt für mich wirklich nichts Neues zurzeit, außer halt den Titel, den ich auch habe. So wie die anderen Sachen, aber... Eigentlich wird es interessant in, sag ich mal, ein paar Tagen, wenn sie da ist. Wie gesagt, Leute, schreibt in den Kommentaren, wählt meine Klassenfahrt aus. Schreibt 1, 2 oder 3 halt. Das, was die meisten Kommentare hat, beziehungsweise die meisten Stimmen, wird natürlich als Klassenfahrt gewählt. Zeit geht bis Ara da ist in Korea. Das ist also der 20. Vielleicht ist die Zeit ein bisschen kurz, die hierfür ist, aber es ist notwendig. Wir wollen ja, wie jeder will wissen, wie Ara ist nun mal. Jetzt bin ich mal dran. Zack, hoch hinaus. Oh, komm schon. Yeah. Ah. Oh. Wir schmeißen. Nice. Tja, Leute. Ein kurzes Video. Ein bisschen zu kurz, ich weiß. Ich habe kaum Zeit jetzt für Erzwort Korea so weiterhin. Ich werde ein bisschen leveln, beziehungsweise lohnt es sich zu leveln. Wenn Ara kommt. Tja, wer weiß, Leute. Wer weiß.
Bevor ich gehe, zeige ich euch noch ein paar Dinge, die ich herausgefunden habe. So, was habe ich hier herausgefunden? In Korea gibt es keine Dietrich-Sets mehr. Dafür kann man diese Kisten, wenn man 100k bezahlt, diese ohne Dietrich-Sets immer öffnen. Na gut, ich habe jetzt gerade keinen Platz hier irgendwo. Ist ein bisschen... Oh, eine falsche Taste. Ist ein bisschen blöd hier. So, mal gucken, was habe ich denn, rieche ich denn raus? Eine Hose. Eine doofe Hose. Jedoch die Frage ist, ja, okay. Muss ich nächstes Level haben? Was muss ich für die Event Quest machen? Wo ist die Event Quest? Oh. Hier. Ich muss mit irgendjemandem reden oder irgendwas machen, aber. Ich weiß leider nicht genau wo. Ich muss das gleich schnell nachgucken, noch schnell. Verkaufen wir noch schnell die Sachen. Naja, dann mache ich es später. Tja, Leute. Danke fürs Zusehen wieder. Ich bin Sorik Mantuban. Das war Elsword Korea. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn Ara wieder da ist. Bis dahin, viel Spaß. Joint meine Gilde. Joint meine Gilde auf den deutschen Server. Sie heißt dort auch Germany. Geleitet von meinem Elsword Keros. Wir sehen uns, Leute. Bis dahin. Goodbye.